Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. Ja, wir sind mal wieder am zentralen Güterbahnhof und das hat einen bestimmten Grund, denn ich möchte jetzt tatsächlich das umsetzen, was wir mal geplant hatten. Wir haben hier, das sieht man jetzt leider nicht, Moment, werden wir mal kurz einblenden. Wo blende ich das denn ein? Genau, hier. Ja, wir haben hier ja Baumaterial und eigentlich auch Nahrung. Diese Brötchen hier, die sollten mit den LKWs hier rüber. Das haben wir angeleiert, ja, vor einiger Zeit. Und wir haben hier hinten, guck mal, Moment, ich mach das mal wieder weg. Drei Städte, die tatsächlich beides brauchen. Und zwar Nahrung und Baumaterial. Hier in Oberkirch, dann hier in Lüttich, ja, Lebensmittelbaumaterial. Und hier unten sogar noch in Mühlacker, Lebensmittelbaumaterial. Also, das würde heißen, wir könnten Züge machen, die eben tatsächlich mal nicht nur eine Ware mitbringen, sondern gleich zwei. Jetzt ist aber die Frage, machen wir das mit Zügen, wo wir gerade bei Zügen sind? Na, hier rausgehen, ja, das ist... Nee, das ist mir zu weit. Aber wisst ihr, was wir natürlich machen können? Wir haben hier einen Flughafen. Machen wir doch einfach Folgendes. Hier mit dem Flugzeug haben wir denn... Moment, ich hüpfe hier ganz komisch rum, weil es irgendwie wieder nicht richtig lädt. Sag mal, hier diesen. Dankeschön, jetzt hat es doch noch geklappt. Ja, wir machen das mit dem Flugzeug. Kriegen wir hier Nahrung hin? Wir haben hier Treibstoff. Wir müssen im Prinzip hier oben nochmal eine LKW-Linie machen wahrscheinlich, die Nahrung hier runterbringt. Dann müsste eigentlich funktionieren. Wenn wir hier mal L aufrufen. L wie Linie und dann den hier. Und dann haben wir hier einige Linien, wie man sieht. Dann sehen wir, wenn ich jetzt mal nach hier vorne düse und dann hier die Kurve mache. Dieses orange Teil, ja, da haben wir noch Treibstoff. Also hier wird tatsächlich noch Treibstoff runtergebracht. Und zwar mit denen hier. Ja, das sind reine Treibstoff- und Benzinfahrzeuge, würde ich sagen. Gut, machen wir zuerst die Linie für die neuen LKWs. Das wäre von hier oben. Wo ist hier? Da. Zack, hier runter. Ist im Prinzip fast das gleiche wie das andere, was wir haben mit dem Treibstoff. Wäre dann aber hier nicht Linie 1, sondern... Ja, wir machen mal New York City, da haben wir Treibstoff. Sollen wir das New York City Treibstoff nennen? Das ist eigentlich für den Flughafen das Ganze. Machen wir mal Food. Airport. Ja, und dann reicht das schon, weil, ja, das ist einfach Food, der halt zum Airport geht. Gut, würde passen. Wir brauchen ein Depot. Hier oben Amazon-Kollege. Und da brauchen wir Fahrzeuge, die Lebensmittel transportieren können. Ja, vielleicht sogar so was Massives hier, irgendwas in dem Sinne. Da hätten wir Lebensmittel. Passen die da unten rein? Ich nehme es mal stark an. Da machen wir mal nicht allzu viele von denen, sondern wir machen mal 5. So, damit nicht alles verstopft wird. Und dann haben wir hier Food Airport und dann funktioniert das Ganze schon. Wir gehen gleich mal gucken. Ja, da kommen sie raus hier, die amerikanischen 40-Tonner. Sehr schön, die Fahrzeuge hier mit Beleuchtung etc. Cool. Und dann kriegen wir hier nämlich auch ein bisschen Verkehr hin. Haben wir hier eine Kamera? Ja, haben wir. Allerdings nur die hier. Das erstaunt mich ein bisschen, okay. Kann ich hier runter? Oh, guck mal da oben. Ach, das ist wieder die krumme Geschichte. Okay, oh, schade. Aber das sieht tatsächlich so schon gut aus. Da ist halt ordentlich Verkehr jetzt in diesem Bahnhof drin. Sehr schön. Genauso wie wir es wollten. Da kommt gleich noch einer. Sauber. Aber die Cam... Ja, darüber habe ich mich schon ein paar Mal ausgelassen. Die begeistert mich tatsächlich nicht so, dieses krumme Ding. Da sieht man es wieder. Völlig von krumm nach schief. Gut, hätten wir. Das würde passen. Jetzt brauchen wir aber natürlich Flugzeuge, beziehungsweise, was wir zuerst brauchen, ist ein Flughafen. Ein Flughafen, Cargo-Flughafen, der irgendwo hier zentral sich befindet und dann mit Zügen in diese Städte. Ich würde sagen, hier bei diesem Wald, das sieht gar nicht schlecht aus. Ich guck mal, wenn wir einen Flughafen haben, wir bräuchten hier Cargo. Da haben wir noch einige Mods geladen. Hui, was ist das denn? Concrete Airstrip. Aha, gefällt mir eigentlich. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Da haben wir ein Terminal. Ja, es ist im Prinzip ja nur ein Flugzeug. Es ist eine Linie. Nee, Blödsinn. Zwei Linien sind es. Die bringen Treibstoff hier hin. Nee, nicht Treibstoff. Ganz langsam, Herr Eisenberg. Baumaterial. Oh, da brauchen wir hier hinten aber auch nochmal LKWs. Moment. Da stimmt nämlich noch was nicht. Die bringen ja Treibstoff hier runter. Ah, Fopa. Moment, nicht nach New Jersey. Da kommen wir sowieso nicht rein. Das ist zu unperformant. Man sieht es hier. Aber jetzt gerade eben dieses schöne Bild. Oh, schaut mal. Hier.
Ja, wirklich mit schön vielen Zügen, wunderbar. Aber deswegen sind wir jetzt nicht hierher zurückgekehrt, sondern weil wir von hier nach hier unten nochmal eine Verbindung brauchen. Wir müssen ja auch mit dem Baumaterial hier hin. Das mit dem Treibstoff ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Linie. Gut, können die... Die können, glaube ich, auch Baumaterial transportieren. Ja, man sieht, das ist sogar hier eingezeichnet. Dann können wir das lassen. Dann kriegen wir nämlich hier... Kriegen wir hier auch wirklich Baumaterial raus? Müssen wir von hier unten holen. Guck mal, die Nahrung hier, die passt. Aber das Baumaterial wird hier, glaube ich, abgeladen. Ja, dann brauche ich natürlich eine Linie von hier noch nach hier rauf. Gut, dann machen wir die. Neue Linie. Und dann nehmen wir ein Fahrzeug, einen Lastwagen, der alles transportieren kann. Dann kann er gleich mal alles, was hier unten ankommt und hier oben gebraucht wird, hier raufbringen. Funktioniert das? Ja, geht irgendwie hier außen rum. Moment, das ist nicht wirklich zu erkennen, was die Linie hier macht. Ich brauche mal eine andere Farbe. Ja, schwierig. Irgendwie sowas. Doch, die gehen hier lang, dann hier rüber. Ach, und dann hier lang. Okay, das können sie machen. Und das wäre dann im Prinzip... wo ist meine Linie 1? Hier unten. Das wäre dann im Prinzip so ein Transfer eigentlich. Das ist, zentraler... Oder Central Güter Bahnhof machen wir mal Transfer LKW. Ich denke, man kann sich vorstellen, was das ist. Also, da brauchen wir hier natürlich wieder die LKWs und da brauchen wir, wie gesagt, welche, die tatsächlich alles transportieren können. Das wären wahrscheinlich die hier. Oder wir können ja weiter unten mal gucken. Wir haben ein paar verschiedene. Oder wir haben verschiedene, die alles transportieren können. Zum Beispiel die hier ebenfalls. Nehmen wir von denen mal drei. Okay, ich hätte gerne noch mal ein paar. Ja. Nehmen wir doch die DHL noch. Warum auch nicht? Kaufen. Auch drei Stück. Sauber. Linie zuweisen. Transfer-LKW. Sauber. Gut, dann haben wir das. Dann müsste hier Baumaterial raufkommen, sobald die merken. Wir müssen aber noch darunter. Eieiei, okay. Und im Prinzip müsste das Baumaterial nicht hier hin, sondern hier unten hin. Gut, wir korrigieren nochmal kurz. Ja, das ist halt. Da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Zentraler Güterbahnhof, Transfer-LKW. Nicht umbenennen. Ich hätte gerne die Linie. Wir wollen nicht nach Unterweichenfeld. Sondern wir wollen hier hin. So, jetzt müsste eigentlich passen. Gut. Zack, gehen wir raus. Ich möchte eigentlich die LKWs noch kurz sehen. Genau, da kommen sie nämlich schon. Schön. Ja, tut natürlich auch dieser Straße hier gut, wenn hier einfach ein paar zusätzliche Fahrzeuge noch unterwegs sind. Und hier walzen sich die Güterzüge lang. Ja, so langsam wird unser zentraler Güterbahnhof tatsächlich zu dem, was er sein soll. Nämlich ein zentraler Güterbahnhof, wo überall ein bisschen was rumfährt. Sauber. Gut, das täten wir. Also jetzt hätten wir die Möglichkeit, dass hier unten auch Baumaterial und Nahrung ankommt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir über zu diesem Flughafen hier unten. Ja, der macht schon am ehesten Sinn hier, denke ich. Also, ich schnapp mir nochmal Kollege Flughafen. Genau, und klicke deswegen auf das Schiff. Moment. Na, einfach laden. Oh, nicht abstürzt. Ne, da hatten wir noch die Musik. Solange die Musik noch läuft, stürzt nie was ab. Gut. Cargo. Meine Güte, haben wir hier eine große Auswahl. Das ist ja ganz krass. Regional, City. Das sollte eigentlich schon ein bisschen was Größeres sein, finde ich. Asphalt Airstrip. Ja, das ist nicht wirklich größer. Large Cargo Airfield. Ja, gefällt mir schon besser. Wie gesagt, es sind zwei Flugzeuge, beziehungsweise zwei Linien, die hier unten ankommen. Ich würde mal sagen, das könnte man mit dem Teil machen. Wir machen aber einfach, damit es ein bisschen besser aussieht, hier noch ein zweites Terminal. Und wir sehen hier hinten, da wird eine riesen Grube reingefräst, wenn wir es so machen. Drehen wir dich mal, dann haben wir das Ganze ohne Grube. Oder wenn ich so mache, dann haben wir die Grube in die andere Richtung. Okay, machen wir dich so hier hin, damit wir der Grube entkommen. Und daneben sollte dann eben noch ein Güterbahnhof hinkommen. Das ist natürlich auch klar. Sollen wir dich mal hier hin machen? Ja. Zack, passt. Jetzt werden wir das Teil natürlich auch erstmal anschließen. Ja, sieht doch cool aus hier. So in den Bergen drin, gefällt mir. Gut, also ein Sträßchen bräuchten wir. Nehmen. Ja, das darf eigentlich, das sollte nicht stetig sein. Das sollte sowas in der Richtung sein. Eine gewisse Breite darf es haben, finde ich.
So, weil hier werden nicht allzu viele LKWs von uns fahren, weil das machen wir, wenn es irgendwie geht, definitiv mit Zügen. Einmal die Kurve. Und dann kommen wir dort auch schon rein. Passt in die Richtung. Haben wir nirgends eine Straße, wobei, guck mal. Hier irgendwie so hier langdüsen. Nicht, weil wir es brauchen würden, sondern einfach, weil es eben noch gut aussieht. Wenn hier nicht einfach nur grün ist, sondern auch noch eine Straße. Deswegen machen wir das mal. Ah, jawohl. Sehr schön, sie kreuzen gerade. Da sind wir gerade rechtzeitig gekommen. Cool. Gut. Passt, das hätten wir auch. Jetzt bräuchten wir eigentlich schon mal die erste Linie. Oder wir machen mal den Bahnhof. Das könnten wir natürlich auch machen. Weil das bringt ja nichts, wenn hier die Flugzeuge landen. Wenn da, noch kein Bahnhof ist. Gebäude, Cargo. Ich weiß auch nicht, draußen ist wieder irgendwas am Hämmern, Klopfen, Machen und Tun. So, ich musste schnell gucken. Ich weiß auch nicht, draußen klopft's, macht's und tut's, als wollte der Weihnachtsmann hier vorbeikommen. Keine Ahnung, was das jetzt schon wieder ist, aber ja. Es ist halt, ich hoffe, man hört es im Video drin nicht. Also mich lenkt es tatsächlich ab. Aber ja, das soll mal nicht euer Problem sein. Also was wollte ich denn jetzt hier? Ich wollte hier eigentlich einen Cargo-Bahnhof haben. Das darf gerne ein Kopfbahnhof sein. Wir brauchen 3 Gleise für die Linie und die Linie da hinten. Beziehungsweise das Städtchen. Und dann hätten wir auch gerne eine gewisse Länge natürlich. Und slopen müssen wir das wahrscheinlich nicht. Weil der Flughafen ist ja auch relativ gerade hier. Naja, das passt. Wenn wir dich so hier hin machen. Wir brauchen natürlich noch einen Anschluss an die Straße, sonst klappt das so nicht. Aber die Straße können wir dort auch noch ein bisschen lang ziehen. Das ist eigentlich schon in Ordnung. Machen wir dich mal. Haben wir 3 Gleise? Jawohl. 240 Meter, okay. Zack, gebonkt. Und jetzt, wie gesagt, jetzt brauche ich noch ein Sträßchen. Damit das Ganze hier eben noch angeschlossen ist. Und das reicht eigentlich, wenn es so ist. Es darf aber auch ein bisschen gerader sein. Da, schon angeschlossen. Sauber. Wenn wir jetzt gucken. Jawohl, den Flughafen haben wir. Das heißt, hier landen dann die Flugzeuge. Und hierhin kommen dann die Waren. Und die kommen jetzt in die Städtchen rein. Ich würde mal sagen, weil wir hier einfach gerade schon in der Nähe sind, in Lüttich. Machen wir das mal zuerst hier. Haben wir hier einen Güterbahnhof. Nicht wirklich, was wir hier haben. Das ist, ja, der große Bahnhof hier natürlich in Lüttich. Bringt uns aber dahingehend nichts. Den können wir nicht modifizieren oder... ja, konfigurieren, das geht nicht, weil das ist eine Mod. Also bräuchten wir hier nochmal einen Güterbahnhof. Wie wäre es denn? Hier. Ja, ich muss mal gucken. nehmen wir mal dich. Machen wir auch mal 3 Gleise, machen dich ein bisschen länger. Und hier könnten wir natürlich noch slopen. Die Frage ist, ob er hier nicht tatsächlich... nee, es würde gehen, guck mal. Ich hatte Angst, dass das sich auch so irgendwie so ein bisschen in den Berg reinfräst. Das wäre nicht okay hier. Ich würde aber dann vielleicht sogar auch hier zu einem Kopfbahnhof greifen. Den mal schnell drehen. Nein, Moment. So, nochmal kurz drehen. Ja, auch dort wird er in den Fels reingefräst. So wird es gehen. Dann ist aber halt die Frage, kommen wir hier irgendwie auf diese Höhe? Schaffen wir das irgendwie? Und die Straße hier, die dockt hier natürlich auch nicht an. Ich pause mal. Es kann aber tatsächlich sein, dass ich das nochmal kurz korrigiere. Weil ich muss tatsächlich zuerst gucken, ob das mit einer Straße hier klappt. Doch, das klappt. Dann wird es hier ein bisschen in den Berg reingezogen. Oder hat ein bisschen Gefälle. Passt aber, das hängt hier dran. Gut, da hängen wir sogar hier zusammen. Das müssen wir aber nicht, weil das bringt ja gar nichts. Jetzt wird es aber schwierig, weil von hier da runter zum Flughafen, da haben wir ein starkes Gefälle. Und wir hätten hier eigentlich bereits Gleise. Guck mal. Hier ist aber auch schon ordentlich was los. Hier ist der Railjet unterwegs. Oh, schön. Schönes Bild. Einfach gleich mal... ich habe mal meinen Schnabel. Lasst uns mal kurz gucken. Cool. Ich möchte halt hier nicht stehen mit dem Fahrzeug, also mit dem Auto. Das wäre überhaupt nicht... weil da wartet man sich den Wolf. Hier kommt einfach die ganze Zeit jemand. Aber wenn wir jetzt hier in die Gleise reingehen mit den Güterzügen... ja, dann ärgern wir halt die Railjet-Linie ein bisschen. Sollen wir das machen? Weil das führt uns natürlich schon hier runter. Die Alternative wäre, dass wir hier 6 Gleise hätten. Das gefällt mir irgendwie auch nicht. Ich finde das eigentlich schön mit diesen 4 Gleisen. Aber man sieht, wir haben hier Verkehr. Hier noch weitere Güterzüge rein. Wisst ihr was, wir testen es einfach mal. Wir müssen ja auch nicht 20 Güterzüge nehmen. Weil, ja, wir werden hier nicht so viel Food und Baumaterial wahrscheinlich kriegen. Oder da unten. Nee, dass wir da tatsächlich x Züge bräuchten. Dann würde das funktionieren, dass wir hier reingehen. Jetzt ist halt nur die Frage, schaffen wir das überhaupt irgendwie mit dem Gleis?
dass wir da runterkommen. Wir gucken mal. Nehmen wir dich mal mit oder wir schauen schon mal, wie das so wäre. Gar nicht. Oh, nicht hier. Nein. Ja, die Musik läuft. Das wird jetzt nicht abstürzen. Jetzt ist es am Rechnen. Und es findet keine Lösung. Und deswegen wird dann hier gleich Bau nicht möglich stehen. Oh, es ist aber massiv am Rechnen. Okay, das sollte man nicht machen. Nicht, wenn man sowieso schon Performance-Probleme hat. Jetzt. Okay, ich habe noch Escape gedrückt, falls dann doch irgendwie irgendwas ins Hängen kommt. Gehen wir hier mal runter. Ja, dann geht es hier in den Tunnel rein. Ja, aber da halt dann wieder rauskommen. Ach, das ist halt jedes Mal wieder die Gretchenfrage. Hier andocken könnte man natürlich. Genau, das oder so machen. Ich mach das mal. So, weil wir müssen es bauen. Um festzustellen, ob es irgendwie funktioniert oder nicht, müssen wir es bauen. Oder wir müssen zumindest versuchen, es zu bauen. Zack, gut. Hier geradeaus, da geht es tatsächlich in den Tunnel rein. Wir haben hier aber auch genau die falsche Richtung eingestellt. Irgendwie so. Dann kommen wir sogar auf eine Brücke. Und dann, wir wollten eigentlich in die Gleise rein. Das funktioniert so nicht. Moment, das muss ich anders machen. Das würde funktionieren. Wenn jetzt hier nicht ein Zug stehen würde, dann kämen wir hier über die Gleise rüber. Oder doch nicht? Das klappt schon. Moment, ich versuche es mal von der Richtung her kommt. Weil hier können wir schon nochmal ein Gleis haben. Wir gehen dann mit einer Weiche dort in unsere Gleise rein. Nee, das geht nicht. Eine Brücke und dann runter. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass wir hier einfach eine Brücke bauen. Ganz ein bisschen höher. Ja, dann kommen wir hier genau auf die Brücke. Das ist eigentlich eh, was ich wollte. Und dann geht hier eine Brücke über die Depotgleise rüber. Moment, das müssen wir mit kleinen Schritten machen. Immer müsste jetzt die Stelle kommen, genau. So geht's. Bauen wir mal und jetzt gucken wir, ob wir es nicht irgendwie schaffen, dass wir dann hier unten irgendwie reinkommen. Das könnte schwierig werden, ich sehe es schon. Ja, aber... Mal üben. Nee, geht nicht. Und hier haben wir tatsächlich immer noch massiv Höhe und wir haben tatsächlich ein Problem mit den Pfeilern, weil die stehen... Man sieht, die stehen dort mitten auf dem Gleis. Also wenn, müsste ich so machen. Dass wir hier in die Richtung düsen und dann zur Kurve ansetzen. Ja, genau, mit Gefälle. Ja, ob wir da in die Gleise reinkommen, also ich wage es tatsächlich ein bisschen zu bezweifeln. Wir gucken mal, wenn wir hier den Bogen machen. Doch, dann klappt's. Also hier müsste man tatsächlich irgendwo... Denkst du, da ist überall die Steigung zu groß. Gibt's doch nicht. Nimm das mal. Ja, Steigung zu groß. Und zwar in welche Richtung? Wir müssen hier weiter runter. Kann ich das? Nein. Ich baue es mal. Ich baue mal den Schwung hier. Dann wird das aber noch aufgeschüttet, weil die Brücke ist primär hier für das Depotgleis. So, und jetzt halt mit ein bisschen Geduld müsste man hier unten doch irgendwann dann in die Gleise reinkommen. Oder auch nicht. Ich mache es mal so. Moment. Da ist immer noch die Steigung zu groß. Sensationell. Ich komme halt nicht weiter runter. Ich überlege gerade, ja, man müsste im Prinzip das Depot kappen. Dann wird es wahrscheinlich einfacher gehen. Dann müssen wir hier nicht auf eine Brücke. Dann könnten wir schon ein bisschen tiefer rein hier. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich finde das Depot halt cool. Wenn wir es so machen. Guck mal, so geht's. Dann kommen wir hier tatsächlich ran ans Gleis. Okay, wir wollten aber rein. Das müssen wir bald nicht mehr, weil wir sind bald hier bei diesem Bahnhof hier unten. Ja gut, dann machen wir hier nicht die Geschichte, dass wir die Railjets stören, sondern wir machen das mit einer separaten Brücke. Okay, welche wäre das hier? Noch gar keine. Das hat doch was, wenn das hier so zu dieser modernen Brücke rankommt. Okay, hier Brücke oder... Ne, Aufschüttung wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Würde auch funktionieren. Dann hätten wir hier nochmal den Fels. Ja, das gefällt mir. Hier die Felswand und hier oben der Güterzug. Ja, gar keine Frage. Nehme ich. Jetzt mal gucken. Ja, also dran wären wir. Wir könnten jetzt für 4,50 Meter hier noch in die Gleise rein. Würde ich mir schenken. Wir geben dem Güterzug tatsächlich ein eigenes Gleis. Einfach jetzt auch aus der Situation heraus, dass es gar nicht anders geht. Hier kommen wir schön vorbei, zweigleisig.
Wir könnten, wisst ihr, was wir machen? Wir machen hier noch ein Ausweichgleis. Wir machen das nicht komplett zweigleisig, so wie wir es immer machen, sondern damit wir hier mal noch ein bisschen was anderes haben, wird das hier eingleisig, aber eben entsprechend mit Ausweichgleisen. So, hier unten rein. Das würde nicht funktionieren. Vielleicht mit M, da ist noch eine Straße im Weg. Ja, mit M wird es gehen. Nicht nur hier diese Brücke. Ja, die grüne. Jetzt haben wir aber eine Brückenpfeiler-Kollision. Liegt das wieder an der Straße? Könnte sein. Wir müssen sie auch nicht so weit bauen. Ich habe nochmal geguckt, ob wir hier überhaupt reinkommen. Hier nochmal ein bisschen Höhe. So wird es gehen. Aber dann haben wir wieder das Problem. Wenn wir es so bauen, kommen wir da noch in unser Gleis rein? Ich baue es mal. Wahrscheinlich werde ich es nochmal abreißen müssen, weil wir einfach nicht in unser Gleis reinkommen. Ich sehe es kommen. Ja, das ist zu hoch. Moment. Nö, es geht tatsächlich. Das ist ja sensationell. Ja, so geht's nicht. Gut, müssen wir mit der Brücke machen. Passt. Und dann hier vielleicht das Ganze doch nochmal zweigleisig. Im Bereich des Bahnhofs. Mit dieser Brücke. Dann sieht auch die Brücke nochmal eine Ecke besser aus. Kriege ich hier noch eine Weiche hin? Ja, nö. Eine direkte Frage und darauf eine direkte Antwort. Doch, funktioniert. Das hier lang, das hier lang. Steigung zu groß. Okay, ich glaube, wir müssen zu einer Oldschool-Weiche ansetzen. Sauber haben wir. Pfeiler passt. Alles in Ordnung. Und hier oben ist das Ganze halt entsprechend eingleisig. Beziehungsweise... Moment, wir gehen hier raus. So, und hängen das noch zusammen. Dann haben wir das Ganze bereits. Gut, wir müssen natürlich hier oben dann auch noch gucken, dass wir mit LKWs in die Stadt reinkommen, weil Lüttich wahrscheinlich die Brötchen und das Baumaterial nicht hier oben brauchen, sondern irgendwo hier unten. Ich würde sagen, das machen wir aber, wenn wir den Zug haben. Ich möchte jetzt tatsächlich noch zum Thema Zug kommen. Wir brauchen eine neue Linie. Von diesem Güterbahnhof zu dem neuen hier oben. Okay, dann brauchen wir einen Namen dafür. Das wäre dann Food Baumaterial für Lüttich. Schön. Halt, das ist aber nicht eine 7. Hier wollte ich natürlich nicht die 7 und auch nicht Gaumaterial. Ich sehe es aber mal wieder nicht. Den hier brauche ich und dann hier noch ein B. Food Baumaterial Lüttich. Passt. So, schön, dass wir mal eine Linie jetzt wirklich haben. Mit einem Zug, der zwei verschiedene Sachen transportieren kann. Das freut mich tatsächlich sehr, weil das haben wir zumindest auf dieser Map definitiv noch nicht. So, Signale. Nehmen wir dich hier und gucken mal. Ich mache mal nicht die Automatik, ich mache das manuell, weil das ist keine ewig lange Strecke. Das geht so eigentlich auch relativ gut. So, mal hier, dann ist es hier eingleisig, da brauchen wir keine Signale. Dann wird das hier zweigleisig. So, mal hier und hier oben könnte man eigentlich glatt noch einen Block installieren. Jetzt haben wir gerade einen Autosave. Okay, ich würde noch gerne das andere Signal hier ranhängen, damit wir den Zug noch kaufen können. So, dann würde ich sagen, mit dem fahren wir dann auch noch mit. Einmal Weiche, einmal Signal und wenn wir jetzt kontrollieren, das Ganze ist zweigleisig, das funktioniert. Gut, ein Depot hätten wir hier. Aber, ja, wir kämen hier noch raus. Ja, jetzt hier mit dem Gleis irgendwie noch nach da hinten, da müssen wir das hier wieder alles demolieren. Allerdings, die stehen natürlich sowieso relativ ungünstig hier. Wenn man hier mal guckt, wenn wir hier dann Fegezüge machen, da muss das sowieso weg. Da können wir auch ganz schnell gucken, aber hier nicht irgendwie noch direkt rüberkommen hier in unser Gleis. Welches wäre unser Gleis? Das hier. Na, hier rausgehen. Ja, nee, klappt nicht. Nee, klappt nicht. Ah, würde schon fast eher klappen. Guck mal, da geht sogar. Da haben wir eine Stelle, da ist es gelb. Das heißt, das funktioniert. Dann werden einfach die Gebäude entfernt. Aber ob wir da noch raufkommen? Ja, ich möchte das hier... Das geht sowieso nicht. Weil wenn wir hier ja mit den Gleisen dann raus wollen, dann können wir hier nicht ein Depotgleis brauchen, das hier reinführt. Das wird nicht funktionieren. Dann machen wir doch lieber ein normales Depot noch hin. Und zwar, guck mal hier. Hier haben wir doch noch ein bisschen Platz. Gebäude, ein Depot. Ja. Mal gucken, das hier müsste von der Größe her eigentlich relativ gut hier hinpassen. Jawohl, das passt sogar. Irgendwie hier hinten hin.
Jetzt gucken, wie wir hier über die Straße rüberkommen. Zack, gebonkt. Gleis, jetzt wird spannend. Kriegen wir dich irgendwie hier? Ja, mit der Straße natürlich nicht. Ja, wir müssen die Straße schnell kappen. Dann können wir jetzt die Gleise verlegen. So, kriegt er wieder zurück. Keine Frage. Ne, Moment. Jawohl. Und jetzt hier rein. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Jawohl, hängt dran. Bestens. Das zweite Gleis mitnehmen. Ja, das machen wir wahrscheinlich auch besser von hier aus, wenn ich es erwische. Jawohl, da müssen wir aber die Straße nochmal kappen. Da kriege ich die Straße nicht mehr lang. Gut, würde funktionieren. Wir hätten hier gerne noch Weichen. Einfach weil es gut aussieht und nicht funktioniert. Moment. Ja, das geht nicht. Aber irgendwie müsste ich doch hier... Jetzt, zack. Sauber, schön mit Weichen. Gefällt mir. Jetzt muss ich aber hier die Straße nochmal kappen. Weil, wie gesagt, da kriege ich tatsächlich keinen Bahnübergang hin so. Ist das städtisch? Ich gehe mal stark davon aus. Ja, mit M. Dass wir eine Brücke haben. Ja. Allerdings gerne eine andere Brücke. Man sieht, das funktioniert dann wieder nicht wegen den Pfeilern. Wie sieht es mit der aus? Auch nicht. Doof. Die Steinbrücke funktioniert da auch nicht. Wir haben zu wenig Platz. Wir müssen hier tatsächlich nochmal ein bisschen was kappen. Ja gut, dann kappen wir. Hier müssen wir eigentlich nicht kappen. Jetzt müsste man hier doch irgendwie rüberkommen. Nochmal mit M. Ja, und jetzt nochmal mit Pfeiler. Und nochmal mit M. Oh lala, okay, geht doch nicht. Ja, da stehen sie halt genau auf den Gleisen drauf. Mit der geht's. Komme ich hier wieder runter? Oh, wie gut ist das denn? Guck mal. Man muss nur die richtige Brücke erwischen. Allerdings... Nee, so wird's gehen. Gar nicht lange überlegen. Gekauft. Ja, ordentlich. Wenn man jetzt hier vom Bahnhof aus so guckt, das sieht doch relativ stattlich aus. So, und alles nur wegen einem Depotanschluss. Aber, ja. Klappt. Wir können wieder laufen lassen. Und jetzt möchte ich natürlich den Zug noch schnell haben. Ich sehe gerade, die Folge wäre eigentlich vorüber. Aber ich möchte jetzt tatsächlich den ersten Zug hier noch haben, der tatsächlich beide Arten von Waren transportiert. Wir brauchen eine Lokomotive. Na? Achso, hier war der Knubbel. Was haben wir hier Schönes? Nochmal diverse neue. FS, okay. Baureihe E42 natürlich auch eigentlich nur cool. Eishockey, Baureihe. 100 km/h. Ja, wir müssen nicht übertreiben. Lasst uns mal so eine Lok nehmen. Gefällt mir eigentlich relativ gut. Nehmen wir erstmal Eishockey. Dann Cargo. Einerseits Baumaterial. Und andererseits Food. Nehmen wir dich mal für Baumaterial. So, und da brauchen wir irgendwas, wo wir Food transportieren können. Zum Beispiel die. Ja, da haben wir Nahrung. So, 177 Meter, das passt. Nehmen wir hier noch einen weg, dann ist es irgendwie... Ja, dann ist es irgendwie, wie soll ich sagen, synchroner. Kann das synchron sein? Das sind Wagen. Ihr wisst, wie ich es meine. Gut, den haben wir, den kaufen wir. Dann löschen wir den. Weil jetzt wollen wir noch eine andere Lokomotive. Und zwar... Ich würde diese grüne gerne haben. Oder wir nehmen eine ganz andere. Hier aus diesem Bereich. Die hier sieht doch auch klasse aus. Zack, dazu die Baureihe 109 db. Irgendwas, was Baumaterial transportiert. Die Food. Okay, gedeckt. 1, 2, 3. Das reicht. Und dann nochmal Baumaterial. Nein. Jawohl. Zack. Machen wir so. Okay. Und davon ja auch ein. Ich würde sagen, wie gesagt, zu viele Züge auf der Linie mit Ausweichgleis möchte ich nicht. Wir machen so. Dann wäre das hier. Wie haben wir die Linie denn benannt? Food Baumaterial natürlich. Plop. Funktioniert sogar, sauber. Gucken wir schnell, was rauskommt. Ich würde sagen, mitfahren werden wir morgen. Aber ich wollte jetzt tatsächlich noch zumindest, dass wir den Zug eben sehen. Ja, und sehr schön mit Licht, wie man sieht. Was ist das denn für ein Eishockey-Club? Erfurt, okay. Wo sind wir gleich nochmal? In Lüttich. Das wäre natürlich eine Lok gewesen für Erfurt. Aber dann sagen wir mal so, die haben sie von den Erfurtern gekauft. Weil sie eine Lok brauchten für den Güterverkehr.
Aber das ist schon ein sehr cooles Teil. Also das sieht ja sehr nett aus. Und jetzt eben hier endlich mal nicht einfach nur die gleichen Wagen, sondern tatsächlich unterschiedliche Wagen. Und zwar so, dass es auch Sinn macht. Hier Baumaterial, hier Lebensmittel. Ja, gefällt mir sehr gut. Hier unter der Brücke durch. Der Pfeiler ist eigentlich auch in Ordnung. Sauber. Gut, dann würde ich sagen, wir werden in der nächsten Folge natürlich mitfahren. Ganz klar, das machen wir mit dem anderen Zug. Dann sehen wir den dann nämlich auch noch. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.